Gut, ich Ich meine, wir sind angezogen wie ein Ritter und wir sollen aber wie ein normaler Dorfjunge daherkommen. Also ich weiß nicht, muss ich mich jetzt hier inkognito kleiden oder was ist hier los? Oder was geht da vor sich, bitte? Wer kann mir da mal helfen? So, meine Güte. Uiuiuiui. Ledetschko? Ach ja, da müssen wir auch noch mal hin. Ich muss zur Mühle. So, die Sachen, die noch im Pferd sind, sind die eigentlich jetzt fast alle nicht mehr geklaut, aber er hat ja auch nicht viel. Ne? Ich kann ihm ein bisschen was verkaufen von den geklauten Sachen, aber nicht wirklich viel. Sag mal. Gütiger Gott, du siehst. Ach, hör doch auf. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern. Was hat er denn an? Oh, 1K Vermögen. Schatzkarte. Sekunde mal. X2. Ach, schade, die hatten wir schon. Ja, so weit aber auch. 20 Dietriche sind immer gut. So, Sekunde. Habe ich hier noch was geklautes? Nee. Brezel kann ich mal essen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Und die kann ich mal fallen lassen. 9 Stück fallen lassen. Ach, naja, gut. Weit um ist es um, ne? So, Questgegenstände, was habe ich hier noch? Hey, jetzt sind die doch wieder geklaut. Hör mal. Gestohlene Ware. Ich habe hier Ding. Was, das kauft er nicht? Ach so. Sekunde mal. Verkaufen. So, ich hätte da anzubieten. Rüstungsset. 2. 10. Nochmal 10. Ach Gott, ey. Hör auf. Schmiedeset. 4. Ah, da sind wir schon bei 1,3K. Ja, sowas aber auch. Da brauche ich ja gar nicht zu handeln. Zu speichern und zu handeln. Komm. Theresa. Ich wüsste gerne auch so nix. Okay. Okay, dann hätten wir jetzt wieder eine Aufgabe weniger und was mache ich denn jetzt? Hier oben haben wir gleich zwei. Finde Thomas im Badehaus und wieso kann ich das hier nicht? Was ist das wieder? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Quest. Tierhäute. So, was wollte er noch? Irgendein verziertes Buch soll man da noch stehlen. Können wir auch machen. Werde den Vikar los. Ach, das müssen wir auch noch machen. Ich gehe erstmal nach Ledetschko. Komm schon, hier muss ich draufklicken. So. Einmal rüber. In die Detschko, ne? Da wollte ich noch gucken, ob da irgendwo ein Schmied ist. Irgendwo muss ich noch die anderen Dinge herkriegen. Die anderen. Hier ist nirgendwo ein Schmied.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie nur so ein Schmied ist. Das ist der Händler, ne? Gelobt sei Jesus Christ. So, was hat er denn hier so anzubieten? Hat der irgendwas Gutes? Nicht wirklich, ne? Könnt ihr was abgeben? Zum Beispiel das Leben im Wirtshaus. Darum ging es mir aber gar nicht, sondern oh, wir haben 55 Dietriche, das ist gut. Wir haben 3 Glückssträhnenwürfel, da kann ich jetzt 2 von abgeben. Dann habe ich hier ganz viele Hirschläder. Und ganz viele kleine Schmiedesets. Die habe ich alle schon gelesen. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Mist hier soll. Ein goldener Kelch, ach komm. Den muss ich auf jeden Fall irgendwie beklauen. Ladenwache. Wer will was von mir? Eventuell. Aber es würde vermutlich einen Mann haben, oder? Ja, genau, irgendwas, ja. So. Guten Tag, da bin ich wieder. Ich muss mal eben kacken. Ja, das werde ich wohl hier nicht finden. Honda ihr alles abkaufen will. Speichern. Ist doch toll. Ein paar Groschen extra schaden nie. Okay. Da komme ich nicht so schnell ran. Höchstens, wenn es dunkel ist. Wie spät ist es denn? 17 Uhr. Da will ich erstmal weiter. Eigentlich müsste ich hier zu irgendeinem. Wo war das nochmal? Wer war das denn jetzt? Wer hat mir denn nochmal den Auftrag gegeben? Wer hat mir den Auftrag gegeben? Sekunde mal. Der Schwertschmied in Sasau. So. Hier habe ich kein Schmied. Da ist ein Schmied. Aber der hatte ja nichts, ne? Da war ich da schon bei dem. Der sagte, der hätte nichts. Ich weiß es nicht mehr so genau. Betriebsblind. Was? Hier? Wo bin ich denn jetzt? Ach Gott, ey, was? Ich wollte nach Süden rein, nicht nach Osten.
So, ist auch bloß nicht richtig hier. Oh! Mann. Okay. Genau. Das Pferdchen. Wollte nur was trinken am Ufer. Okay, mal eben hier rüber. Ich meine, ich war hier bei einem Schmied, aber ist egal. Welcher ist es? Er hier. Hey! War ich bei dir schon, sag mal? Guten Tag. Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Yeah, was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, Fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Okay. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Alles klar. Der Ferseschmied. Ein sehr schweres Schloss. So, ich speichere mal eben. Schon wieder. Ich weiß nicht. Es hat gar nichts gemacht. Hatte der was? Also ich weiß es nicht mehr. Scheinbar ja nicht. Ich glaube, der hatte mir gesagt, dass hier niemand vorbeikommt in der Ödnis oder so. War das nicht so? Ach, Mist. Ich muss nur mal hoch nach Thalmberg. Das nützt ja nichts. In Skalitze finde ich ja keinen mehr. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also es reicht quasi auch ein Schwerthändler. Es muss nicht immer unbedingt hier Schmiedsymbol sein. Ach, warum... Ach, ich wollte doch nach Sasau. Warum reiche ich nach Thalmberg? Nee, ah ja, gut. Kann ich auch hin. Mache ich jetzt diese zwei Sachen. Ich hatte gerade noch überlegt, dass ich nochmal den Schmied frage, aber der konnte mir ja eh keine genaueren Angaben machen. Und das war nur ein Kampfplatz. Das ist doch alles Mist. Was war hier? Ich finde was über das Badehaus heraus. Über ihn hier? Thomas aus dem Badehaus. Ey, Bursche. Schön, dich zu sehen. Ich möchte etwas über die Wildererbande in Erfahrung bringen und dich etwas fragen. Dann frag, hab nicht den ganzen Tag Zeit. Mir kam zu Ohren, dass du in der Schenke posaunt hast, du wolltest wildern gehen. Keine Ahnung, wer du bist, aber pass auf, was dir da aus dem Maul fällt. Das tue ich. Also, was ist da vorgefallen? Nichts, bloß süffiges Gerede. Bin sauer geworden und hab Müll rum erzählt. Hab nichts davon so gemeint. Ach ja? Nun, das wird sich zeigen. Okay. Betty hat irgendeinen Festschmaus in den Wäldern beobachtet. Es soll auch nach Wildbret gerochen haben. Was weißt du darüber? Nichts. Da war ich nicht. Und ich schätze nicht, dass du mir sagst, wer schon. Nee, weil ich war ja nicht da.
Alles klar. Das reicht mir. Wie ich höre, gab es in letzter Zeit Ärger mit Wilderern. Mir fehlt die Zeit für einen Plausch mit Fremden. Leb wohl. Das ist nicht das, was ich wissen wollte. Wie ich höre, gab es in letzter... Mir fehlt die Zeit für... Das ist ja nicht zu fassen. Tja, da bin ich ja nicht weitergekommen bei dem. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Pass etwas besser auf. So, und was soll ich jetzt dann noch machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, komm. Das wird mir... Das ist zu fassen hier. Nein! Leck mich doch am Fuß. Was zum Teufel? Hey! Hey, was will ich hier? Okay. Es nervt. Ach, den Gerber. Alles klar, da war der Gerber. So, Gerber. Gerber, bleib stehen. Grüß dich, werter Herr Ritter. Ich habe die Häute für dich. Ach so. Noch mehr? Nee, will er nicht. Okay. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Jo. Ihr habt Ärger mit Wilderern? Allerdings, ja. Ganz schön geschäftig, das Pack. Sie erlegen mehr, als sie tragen können. Hab schon öfter ein Kadaver im Graben liegen sehen. Weshalb würde jemand seinen Fang einfach wegwerfen? Das leuchtet mir nicht ein. Lose Zungen behaupten, die würden das nur tun, um den Grünrock zu ärgern. Okay. Irgendeine Idee, wer die Wilddiebe sein könnten? Wenn ich's wüsste, würden sie schon am Strick zappeln. Ah, erzähl mir nicht, dass dir nicht zu Ohren kam. Ich hab gehört, dass Thomas, der Bursche aus dem Badehaus, sich das Maul vor kurzem zerrissen hat. Er meinte, er würde sich im Wald etwas Wildbret für die Dorfschönheiten besorgen. Verstehe. Tja, mit dem haben wir ja gerade schon... Hat irgendjemand die Wilderer selbst gesehen? Nein, nur das tote Wild, das sie liegen lassen. Aber Betty, das Weib vom Schmied, hat ihr Treiben beobachtet. Ja, das haben wir ja schon. Treiben? Was genau meinst du damit? Mehr hat sie nicht gesagt und mir war's egal. Ah, okay. Deshalb würde jemand den Grünrock ärgern wollen. Er ist nicht der beliebteste im Dorf, das weiß jeder. Und dann gibt's noch die, die sagen, Hanekin Hase wäre zurück. Ja, das haben wir auch schon gehört. Danke. Benötigst du denn keine Häute? Ob du's glaubst oder nicht, aber ich brauch Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht draus... Sekunde, Wildschweinhäute haben wir auch hier. Alles dabei. Hä? Oh, 2 von 3. Ja, dann brauche ich wohl noch eins. Doof. Doof. Wie läuft's? Was hat er so? Du hast nicht zufällig... Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Du hast nicht zufällig Wildschwein heute hier. Nö. Hätte ja sein können. Na gut. Ach, und ich habe, glaube ich, eine Wildschweinhaut verkauft. Na ja, toll. Egal. Wo ist denn der Thomas-Typ hin? Der ist schon wieder hier unten. Da hinten läuft er. Ach, komm. Ja, mit dem muss ich noch mal ein Wörtchen reden. Betty hatte immer geschickte Hände. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will. Also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt,
ist gut und fängt an, Münzen zu glauben. Einfach so? Dabei soll ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Ist doch toll. Ein paar Münzen extra schaden nie. Gott schenke dir Gesundheit. Pass etwas besser auf. Sag mal. Wie ich höre, gab... Mir fehlt die Zeit für ein... Schön, dass du da bist. Kollege. Ich möchte etwas... Dann frag. Das reicht mir. Gut, also aus dem kriege ich irgendwie nichts raus. Das ist doof. So, und ich habe jetzt wie viele Stücke? 3, Mann, ey. Wo soll ich denn noch welche herkriegen? Ich weiß es echt nicht. Boah. In Uschitze war nichts, ne? Da, wo ich mich ja sehr gewundert habe, dass in Uschitze nichts ist. Überall auf dem Weg. Ah, okay, komm. Hey. Hä? Ich dachte, hier wollte einer aufs Maul. Aufs Maul oder was? Scheinbar nicht. So, weiter nach Uschitze. Schauen wir mal. Was ist denn hier los? Ach, das ist die Schenke. Wir gucken mal auf die Karte. Nö, hier gab's niemanden. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ich reite quer rüber nach Sasa. Auch wenn es ewig und 3 Tage dauert. Mann. Wo könnten denn noch 2 Bruchstücke sein? Irgendwas muss ich übersehen haben. In Sasa bei den Zach habe ich den ja schon geklaut. Eigentlich, was war mit dem Meister? Der Meister, der hatte glaube ich nichts, ne? Das war ja ein Rüstschmied. Okay. Was war denn mit dem Schmied hier? Das war der Waffenschmied, von dem habe ich das. Was war mit dem Schmied? Egal, ich mache jetzt mal an der Stelle eine Pause. Ich spiele schon wieder so lange. Und wir machen einfach das nächste Mal hier weiter. Wie sieht es denn aus? Ja, Dings ist fast leer, Inventar. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht groß was verkaufen. Wir machen das nächste Mal einfach hier weiter. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und sage bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss. Ja, moin und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance. Wir stehen da, wo wir zuletzt beendet haben und würden sagen, das königliche Wir, nein Quatsch. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier weiter und frage direkt mal den Vogt, wenn wir jetzt schon mal hier sind, machen wir doch mal die Aufgaben hier. Und erkundigen uns weiter nach den Pressern. Ist der Vogt denn noch abkömmlich? Der hier irgendwas? Was? Ich dachte gerade, da steht eine Waffe. Das wäre jetzt mehr merkwürdig. Herr Vogt?
denn der Vogt? Sehr schwer. Ey, Vogt. Lass mal mit dir reden. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ja, also ich habe da mal eine Frage. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratze schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Ratzig? Zum Deivel? Ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Okay. Herr Sebastian. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Was ist mit dem Sebastian genau hier? Das würde ich mal gerne wissen. Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und was? Soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr. Ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Eine Frechheit ist das. Okay. Es heißt, hier wären Räuber angeworben. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt. Aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber Ledermann? Beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Okay. Kamen dir Gerüchte über Fremde in der Stadt zu Ohren? Leute, die sich seltsam benehmen? Nichts, was der Rede wert wäre. Sicher wird über den Müller geredet, was Leute ihn dies und das tun haben sehen oder Leute ihn des Nachts besuchen würden. Aber er hat nie was getan. Er ist ein anständiger Kerl. Für einen Müller. Ich werde ihn fragen, ob er etwas gehört hat. Er wohnt auf der anderen Seite des Flusses, beim Sumpf. Aber mach dir keine Hoffnung. Ob er dir helfen kann, ist fraglich. Ja gut, Gerber, Dank, Vogt. Müller. Es wird immer mehr. Immer mehr Leute, die wir fragen müssen. So, was ist das denn hier für ein Pferdchen? Kann ich mir das mal anschauen? Mhm. Name hat das nicht. So. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder neue Aufgaben. Ja, ich gehe erstmal zum Wirt. Das Doofe ist, hier hat nichts mehr auf. Hey, wem gehört denn das Pferd da? Oh ja, das ist nicht so. Ach Mann, die olle Konsole. So, wir gehen mal zum Wirt. Was heißt denn hier schwer zu knacken? Hey du, was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Hey, das ist doch die Schenke.
Kann ich mich hier nicht zum Schlafen legen? Na gut, na gut, na gut. Kann ich mich hier hinlegen? Hey. So. Wer ist da? Ich leg mich einfach mal schlafen. Kann sein, dass es Ärger gibt. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, es gibt Ärger. Okay. Freunde, ich will nur ein bisschen pennen. Ich hab dich gewarnt. Du hast hier nichts verloren. Jetzt reicht's. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. 15. Ja. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Also, ich dachte... Ja, okay, okay, Quatsch. Ergib dich! Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Hä? Ich hab doch gerade hier... Ja komm, ich bin da. Wer möchte mit mir reden? Keiner. Wie geht es dir, Heinrich? Gut. Ich darf nicht auf diesen Hof hier drauf. Leck mich doch am Fuß. Was war das denn? So, jetzt lieg ich nochmal schlafen im Dunkeln. Vielleicht kriegt das ja jetzt keiner mit. Mann, 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 Mann. So, 5, 6, alles klar. Energie ist auch gleich wieder oben. Und es ist wieder taghell. Hä? Ach, dass das immer so langsam geht, ne? Dann ist es. Guten Tag. Noch etwas? Ich warte hier. Auf den Herrn Wirt. Ich setz mich mal. So, Freunde. Wir müssen leider noch ein bisschen Zeit überspringen. Ich mach mal so. Dann geht es am Anfang recht schnell und ich breche jetzt gleich wieder ab. Und zwar bei 9 Uhr breche ich ab. So. Jetzt dürft ihr wohl auch die Schenke aufhaben. Ach komm jetzt, lass mich nicht so lange hängen hier. Immer in diesem Scheißbildschirm. Alter, das gibt's nicht. Der muss doch echt nichts laden, ey. Das ist nicht zu fassen.